Am aufführungsfreien Tag unseres Fichtelgebirgsaufenthaltes fahren wir in die Oberpfalz. In Chemnath finden wir einen kostenlosen Wohnmobilstellplatz mit Stromanschluss. Das ehemalige Rathaus wurde 1858 erbaut. Es war Rathaus und auch Landgericht. Die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist eine spätgotische Hallenkirche mit barocker Innenausstattung, die wir heute nicht besichtigen können. Der Kirchturm mit seiner torartigen Durchfahrt bildet den Abschluss des Stadtplatzes. Auch der Brückenheilige Nepomuk ist hier allerorts zu finden. Der fantastische Karpfenweg ist etwa 3 Kilometer lang und führt rund um das historische Chemnath. Die am Weg verteilten Karpfen wurden von einheimischen Künstlern mit örtlichem Bezug gestaltet. Unser nächstes Ziel ist die evangelische Markgrafenkirche in Neustadt am Kulm. Neustadt am Kulm gehörte zum Markgraftum Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth. Ursprünglich Karmeliterkloster, wurde nach der Reformation aus dem Kloster eine lutherische Kirche. Erstaunt vom ungewöhnlichen Schmuckreichtum einer evangelischen Kirche sehen wir uns etwas um. Der Hofstuckateur Bernardo Quattri schuf die für ihn typische, kräftige Dekoration an der Decke und den Bögen mit dem großen markgräflichen Wappen über dem Chorbogen. An der Decke des Chorraumes verkünden Engel mit Spruchbändern die Ehre des dreieinigen Gottes, die über aller menschlichen Herrschaft steht. Die drei Deckengemälde im Langhaus zeigen die Geburt und die Himmelfahrt Christi sowie die Aussendung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Nach der Kirchenbesichtigung wollen wir noch den 682 Meter hohen erloschenen Vulkanberg Rauer Kulm erklimmen. Vor 21 Millionen Jahren war der Raue Kulm ein aktiver Vulkan, heute zählt er zu den schönsten Naturdenkmälern Deutschlands. Zu seinen Füßen liegt Neustadt am Kulm, die kleinste Stadt in der Oberpfalz. Unser Wanderweg rund um den Rauen Kulm hält manch schönen Ausblick und die eine oder andere naturkundliche Überraschung bereit. Über den Kulmsteig geht es nun hinauf zum 25 Meter hohen Aussichtsturm und wir können eine zugige Rundumsicht genießen.
Und auf dem kürzesten Weg gelangen wir wieder zurück zum Wohnmobil. Richtung Kloster Speinshardt geht's weiter. Das Kloster Speinshardt ist eine Abtei des Prämonstratenserordens in Speinshardt in der Oberpfalz in der Diözese Regensburg. Die Anlage mit vier Flügeln ist im Barock entstanden. Die Stiftskirche mit dem Patrozinium Maria Immaculata ist heute Kloster- und Pfarrkirche. Die Speinshardter Kirche zählt aufgrund ihrer reichen Stuckaturen im Innenraum zu den bedeutendsten Kirchenbauten in Süddeutschland. Der Größe nach gehört sie zwar zu den kleineren Klosterkirchen, von der hohen Qualität her ist sie aber mit den anderen hochbarocken Kirchenräumen zu vergleichen. Der Innenraum der Klosterkirche ist geprägt von den Stuckaturen und Fresken der Brüder Lucchese. Wir lassen den Gesamteindruck wirken. Die vielen Details kann jeder einmal selbst auf sich wirken lassen. Die Orgel der Speinshardter Klosterkirche wurde 1996 von der Firma Steinmeier in das bestehende barocke Orgelprospekt eingebaut. Das Instrument mit seinen 26 Registern ist im Stil einer barocken Orgel gestimmt. Besonders bemerkenswert sind beiderseits die geschnitzten Stuhlwangen im Mittelgang. Die Wangen gehören zu den hervorragenden Gestühlen des hochbarocken Akanthusstils. Die Putten tragen Schwerter und Leidenswerkzeuge aus der Leidensgeschichte Jesu. Einzelne Wangen zeigen auch Abtinsignien. Heute knüpft die Klostergemeinschaft von Speinshardt an ihre traditionsreiche Vergangenheit an. Auf neue Art und Weise ist der Ort erneut Zentrum der religiösen und kulturellen Begegnung im Naturpark der nördlichen Oberpfalz geworden. Die internationale Begegnungsstätte lädt zu Konzerten und Ausstellungen mit regionalen und internationalen Künstlern ein. Neben Konzert- und Kulturveranstaltungen finden auch Vorträge, Symposien und Workshops statt. Nach einem Verwandtenbesuch geht's wieder weiter nach Kronach. Hier erwarten uns am Abend die Rosenberg-Festspiele mit einer schwarzen Komödie.